Die Autoren sind ja Mitglieder von dem Arbeitskreis Architekturinformatik und aus dem ist ursprünglich auch diese Idee hervorgegangen, dass wir, das sind Lehrende an Hochschulen im deutschsprachigen Bereich, also Schweiz, Deutschland, Österreich, die alle im Grunde genommen das gleiche Problem haben, nämlich dass es so ein umfassendes Lehrwerk nicht gibt für dieses Fach, was es ja auch als Fach noch nicht so lange gibt. Und das war die Ambition, das zu schreiben. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das Gefühl gehabt haben, sowas bräuchten wir eigentlich. Aber diesmal hat es geklappt, weil wir eben auf den richtigen Dreh gekommen sind, wie wir das vom Konzept her anpacken können. Der Computer in der Architektur, es ist wirklich schon ein Riesengebiet geworden mittlerweile. Und eben, es ist immer wichtiger, auch ein Stück weit immer selbstverständlicher geworden, dass man das verwendet. Aber es ist trotzdem auch noch sehr viel quasi gefährliches Halbwissen darüber im Umlauf. Und sowas, ein Buch, mit dem man das alles so ein bisschen auf saubere Füße stellen kann, das glaube ich, das war an der Zeit, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Als Editoren haben wir dieses Konzept entwickelt und entworfen. Und das eigentliche Problem bei solch einem Atlas, der umfassend ist, ist, dass niemand in allen Gebieten Bescheid weiß. Also war klar, dass wir sehr viele Autoren gebrauchten. Und da kam dann ist die Herausforderung, dass die natürlich in unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Ausdrucksweisen unterschiedlich gut und so weiter sich artikulieren. Und um das zu homogenisieren, gibt es den einen Autor, der das quasi formuliert hat in Englisch, nach Vorgaben der Autoren. Und dann haben wir das als Herausgeber homogenisiert, inhaltlich zusammengepasst. Dann über Iterationen ist das dann deswegen trotz vieler Autoren aus einem sehr flüssigen, leicht lesbaren Guss. Aber ich denke, dass Motivation dafür war, wir wollten eine Enzyklopädie, einen Atlas schreiben und niemand von uns kennt all diese Dinge und deswegen brauchten wir viele Fachleute. Ja, die Vorstellung war schon, dass wir ein Spektrum machen. Das heißt, wir haben überlegt, was ist alles relevant in unseren Gebieten, also in der Digitalisierung, in der Architektur. Und wir haben versucht, jedes Gebiet auf irgendeine Art und Weise tangieren zu können. Und dann haben wir für die verschiedenen Slots Kollegen gesucht, die dafür geeignet sind und willens waren, Pate zu sein. Wenn man auf einer technischen Ebene das diskutiert, natürlich, ist fast nichts drin. Wenn man aber über Architektur und das Digitale und dann darüber spricht, wenn man das mit Worten macht, dann kann man ja man kann ja über die ganze Welt reden und man kann auch über alles reden. So, und ich glaube, das versucht der Atlas, dass wir von diesem technischen Level runtergehen und dann stellt sich diese Frage nicht so, ob man jetzt wirklich diese prinzipielle Software adressiert hat oder nicht. Ich glaube, wir reden aus ein paar Dutzend Perspektiven über das Digitale in der Architektur. Und damit ist der Kosmos oder die Welt des Digitalen in der Architektur sehr gut abgedeckt. Ich glaube, und das geht mit Worten. Und das geht, wenn man sich auf die Techniken fixiert, geht das nicht. Wenn man einfach nur CAD-Systeme oder Bildbearbeitung und so weiter diskutiert, dann hat man die Schwierigkeit, dass es davon Hunderte gibt. Wenn ich aber mit Worten über die Architektur rede, dann kann man immer große Bereiche abdecken und damit eigentlich auch das Thema abdecken. Ich glaube schon, dass es recht umfassend ist. State of the Art kann so ein Buch ja in Wirklichkeit nicht lange bleiben. Das ist ja auch eine der Schwierigkeiten, der wir da begegnen, dass man eigentlich hier immer, die Digitalisierung schreitet so schnell voran, dass diese Techniken sich so schnell entwickeln, dass man ganz brandaktuell nicht lange bleiben kann. Deswegen haben wir immer
so eine historische Herleitung auch gemacht, was den ganzen Kapiteln auch eine längere Halbwertszeit gibt. Das heißt, es ist klar, mehr als 2-3 Monate kann man nicht brandaktuell sein, aber indem man das halt herleitet, wo kommen diese Techniken her und so weiter, kann man sich auch sehr leicht wieder ein bisschen über die Zeit setzen. Und das ist auch, wir wollen nicht Wikipedia oder sowas Konkurrenz machen. Im Gegenteil, es soll eigentlich sowas sein, wie wenn man mit einem, der wirklich gut Bescheid weiß, so eine Art Gespräch führt, der einem die wichtigsten Verbindungen aufzeigt, der sagt, aber da musst du noch hinschauen und das ist eigentlich wichtig und das kam ja damals daher und so weiter, dass man den Überblick hat und dann sehr wohl aufgrund von dieser überblicksartigen Exposition, die diese Kapitel eigentlich sind, dann in der Lage ist, informierter selber noch nachzuschauen und dann eben die diversen Quellen, da gibt es ja online ohne Zahl, dass man dann Suchworte hat, da kann ich noch weiter suchen danach und da finde ich dann den ganz aktuellen Stand der Technik, den wir auch nirgends vorgeben, jetzt wirklich da quasi zeigen zu wollen oder zu müssen. Ich würde sagen, das ist nicht nur die Digitalisierung in der Architektur, sondern die Digitalisierung insgesamt ist ein ambivalentes Thema, wo man sagen kann, das ist nicht alles gut, was da jetzt auf uns zukommt. Aber all das ist eigentlich, macht es umso wichtiger, dass die Leute gut darüber Bescheid wissen. Da gibt es vieles, was nach hinten losgehen kann. Da gibt es viele Dinge, die die falschen Tendenzen unterstützen. Umso wichtiger ist es, dass man gut Bescheid weiß, um eben wirklich davon profitieren zu können. Potenziell kann das jedenfalls dazu führen, dass die Dinge besser werden. Und dazu wollen wir beitragen, dass man, wenn man wirklich, wenn wir da von dem Code unserer Zeit sprechen in dem Buch, dass man, wenn man das gut versteht, kann man eben auch besser von diesen positiven Möglichkeiten profitieren, beziehungsweise auch die Gefahren, die sie damit verknüpft sind, auf die besser reagieren. Also, dass das dann, wir sind alle nicht blinde Techno-Enthusiasten oder sowas, sondern wir versuchen das auch eben einzubetten, zu verknüpfen mit dem, was da insgesamt passiert. Aber wir sind sicher der Meinung, dass man mit einem besseren Verständnis dieser Themen die auch viel positiver dann nutzen kann. Nun ja, es gibt ja tausende von Tutorials, wie man Computer in der Architektur benutzt, in hunderten von Anwendungen. So, und die eigentliche Herausforderung ist, glaube ich, nicht, wie man das jetzt nun lernt, eine bestimmte Software. Die eigentliche Herausforderung ist, dass das, was man lernt, so unendlich schnell entwertet ist. Also das vor 10 Jahren zum Beispiel war es ein Videoschnitt noch unglaublich schwierig oder ein fotorealistisches Rendering, unglaublich aufwendig. Das geht heute wie auf dem Knopfdruck, sogar im großen Teil mit den Handys. Oder nehmen Sie 3D-Scans und so weiter. Also unglaublich einfach wird das. So, das heißt, alles, was wir wertschätzen, was wir können, entwertet sich mit der Digitalisierung. Deswegen ist die eigentliche Frage nicht mehr, wie mache ich etwas mit Computern, sondern die eigentliche Frage, und das ist das erste Buch, was das, glaube ich, umfassend adressiert, ist dieser Atlas. Was mache ich als angehender Architekt mit den digitalen Werkzeugen, die immer weiter expandieren werden, immer verfügbarer werden? Was mache ich mit denen in den nächsten Jahren? Das ist ein Statement, dass man einen Schritt zurück macht aus diesem, also einen aufrechten Schritt zurück macht aus diesem enormen Fluss, der alles wegschwemmt im Internet. Da gibt es keine Stabilität. Und wenn man jetzt sagt, 2020 haben wir dieses Buch gemacht, dann ist das ein Statement und dann steht das erstmal da und dann ist das sowas wie ein Leuchtturm, mit dem man dann gucken kann. Und vielleicht gibt es in 5 Jahren einen neuen Leuchtturm. Aber das ist ein bewusster und klarer Kontrast zu diesem enorm anschwellenden Strom, den wir im Internet gegenüberstehen.